Herr Samuel, sind Sie schon einmal psychiatriert worden, abgesehen davon, was Sie mir da jetzt erzählen? Also, Herr Doktor, für einen Akademiker haben Sie ein schlechtes Gedächtnis. Bitte, an was soll ich mich erinnern können? Können Sie eigentlich noch rückschlafen? Haben Sie das alles schon vergessen? Stört Sie das gar nicht, das Jammern und Wimmern von den ermordeten Kindern am Spielgrund, die man bei Minusgraden hat erfrieren lassen? Haben Sie das alles schon vergessen? Den 17er, den 15er Pavillon? Den Greinek, den Illing, die Hübsch, die Jockel, die Türk? Haben Sie das alles schon vergessen? Was? Sie waren da unten? Ja sicher, was glauben Sie, woher Sie kämen? Haben Sie mit irgendjemandem darüber gesprochen, Herr Zauel? Nein, ich habe keinen Anlass gehabt. Gibt es noch andere aus der Zeit, die Sie kennen? Ja sicher, aber ich sage keine Namen, ich weiß nicht, ob denen das recht ist. Ja, Herr Zabel, das ist ja jetzt eine ganz andere Situation und die Dinge haben sich geändert. Sie sind froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist. Und dieses Herumdoktoren an diesen alten Geschichten, das tut uns beiden nicht gut. Schauen Sie, wenn Sie mir versprechen, dass Sie über diese Zeit ruhig sind, dann verspreche ich Ihnen, dass ich mich bei Gericht für Sie einsetzen werde. Herr Zabel, dass ich Ihnen helfen werde. Haben Sie mich verstanden, Herr Zauber?